Wenn es wirklich darum geht, Projekte noch umzusetzen und nicht etwa nur darum, jetzt einmal formal zur Verfügung zu stehen, ja, dann kann ich mir das gut vorstellen. Das hat sich geändert in den letzten Stunden, weil, wie Sie alle wissen, persönliche Ambitionen auf irgendwelche Ämter, die habe ich wirklich nie gehabt. Ich habe diesen Ehrgeiz nie entwickelt. Ich bin wirklich nicht sonderlich jetzt dem Prestige verpflichtet, aber eines möchte ich schon sagen. Mich hat die Situation erinnert an jene, die ich letztlich auch vorgefunden habe vor 3,5 Jahren, als ich in die Regierung gekommen bin. Da hat mich der damalige Vizekanzler Michael Spindelegger, der natürlich bis heute mein Freund ist, selbstverständlich, das habe ich auch immer so gesagt, in die Regierung geholt mit dem klaren Auftrag, das Justizressort soll mit dem Anspruch auf Parteiunabhängigkeit geführt werden. Das wollen wir, das will auch die SPÖ. Ich habe mich ehrlich bemüht, und Sie werden das bestätigen, diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Das war ein neuer Weg, ein innovativer Weg, war ja nicht immer so. Und jetzt habe ich eine ähnliche Empfindung gehabt. Auch Sebastian Kurz geht neue Wege, innovative Wege. Ich glaube, es wäre das erste Mal gewesen, dass es einen parteifreien Vizekanzler gibt. Aber eines möchte ich klarstellen. Das hätte ich nur gemacht und würde es auch nur machen, wenn wirklich darin eine Chance besteht, das auch möglich zu machen, was sich jeder erwartet, nämlich diese begonnenen Projekte auch noch umzusetzen. Und es sind viele Projekte. Es ist so, dass es da einiges gibt. Nicht nur das, was bereits im Parlament sich befindet. Wir haben einiges in Abstimmung mit dem Regierungspartner. Und es ist einiges nahezu fertig, was man schon noch umsetzen könnte bis zur Wahl, die es nun einmal geben muss. Aber die Zeit bis dorthin, und ich denke, das erwarten sich auch die Menschen, und das würde ich auch gerne tun, sollte man nützen, um bis zum letzten Tag noch diese Vorhaben umzusetzen im Interesse der Bevölkerung. Und nur dazu würde ich mich bereit erklären und nur dafür würde ich mich auch engagieren. Vor wenigen Wochen habe ich hier im Hohen Haus auch mich zu Wort gemeldet zu einem Thema, das hochaktuell ist, leider nach wie vor, Hass im Internet. Und ich habe damals gesagt, ich verstehe den Hass nicht in der Gesellschaft und im Internet. Ich weiß nicht, woher er kommt, ich weiß nicht, ob er schon wieder da ist oder noch immer. Und ich habe den Eindruck, Anflüge von diesem Hass, die merken wir jetzt auch wieder in der politischen Diskussion und Auseinandersetzung. Und das macht mir Sorge, wenn ich so sagen darf, denn ich kann diesen Hass nicht teilen. So ist es nun einmal. Ich bin ein Sachpolitiker und ich habe immerhin im Justizressort, will mich dessen nicht berühmen, wir haben über 50 Gesetzesvorhaben durchgebracht, auch mit Ihrer Unterstützung, vieles einstimmig, auch schwierige Gesetze, die auch der internen Abstimmung bedurften, in beiden Regierungsparteien. Die ÖVP hat mir diese Chance gegeben, das Ressort parteiunabhängig zu führen, sie hat mich immer unterstützt und dafür bin ich auch dankbar.